Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video über den Grimace Shake. Leute, der eine oder andere kennt's, die anderen noch nicht. Es geht um einen Grimace Shake, um einen Milkshake von McDonald's aus den USA. Und die Kleine trinkt den gerade und das passiert. Bro, das haben wir beim letzten Mal geschaut. Ich fand das richtig gut. Wollte es euch nicht vorenthalten, falls ihr es nicht gesehen hattet. Und jetzt gucken wir uns sozusagen die ganze Zeit Stories an, was passiert, wenn jemand den Grimace Shake trinkt und man sagt, eine Sage sagt, es passiert was Schlimmes, wenn man ihn trinkt. Deswegen will ich ihn auch irgendwie selber nicht trinken. Und das Ding hatte ich, glaube ich, schon mal gesehen. Total krass, wie der das so geschnitten hat, wie er es dargestellt hat. Ne? Muss man schon sagen. Da hinten ist Grimace. Er hatte noch Augen, er hatte noch Pupillen. Jetzt immer noch. Jetzt auf einmal nicht mehr. Und jetzt hat auch der Typ keine Augen mehr. Total crazy, Leute. Was auch alles geht mittlerweile. Er weiß ja gar nicht mehr, was echt und was fake ist. Ist so. Was haben wir hier? Irgend so ein Typ, völlig benebelt, bringt einen Grimace Shake. Der ist aber leer. Oder schreit nach Hilfe. Fußspuren. Der hängt da auf dem Roof. Moin, Bro. Was läuft? Ja, Krise. Yo, what up, guys? Got the new McDonald's Grimace Milkshake. I'm gonna let you guys know how it is. Happy birthday, Grimace. Hey, you know, it's not too bad. Der hat auch gerade den Grimace Shake getrunken. Die Berge sahen cool aus, aber das hat ihn auch in die Hölle befördert. Was haben wir hier? Tommy Winkler, Alter. Er hat Bock auf den Grimace Shake oder was? Er trinkt ihn um 10.45 Uhr morgens. Ein T-Shirt ist lila, okay. Seine Hand wird lila. Seine Haare auch. Seine Ohren auch. Ah, jetzt check ich, wo es hingeht. Jetzt ist der Typ komplett lila geworden, oder was? Ja. Was ist der für eine komische Maske? Aber trotzdem, ist nicht schlecht für jemanden, der wahrscheinlich nicht so oft guys, I just got the new Grimace. Was haben wir hier? McDonald's. Happy birthday, Grimace. Stabiler Körperbau wird auch mal direkt in die Rutsche reingezogen. Okay. Alright, today we got the Grimace birthday shake. We're gonna be doing a taste. Was macht der da jetzt? Tut er jetzt so, als ob er da runterspringt? Wow, 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 da muss man vorsichtig sein auf YouTube. Ganz vorsichtig, Leute. Der ist am Fliegen. Yo, Bro. Es gewittert noch lila im Hintergrund. Total krass. What's up, guys? Just got these three new Grimace Shakes. We're gonna be trying one here. Er holt sich direkt drei Grimace Shakes. Warum nicht? Auf Nummer sicher. Trinkt den. Ja, sieht nicht gut aus. Seine Cappy ist auch noch oben. Okay. We're at McDonald's today. Try the new Grimace Shake. See how it tastes. Der hat den Grimace Shake auf jeden Fall auch ein bisschen zu doll geschnüffelt. Tschüss, mein Bester, tschüss. Happy Birthday, Grimace. Okay. Einfach im Auto mitgenommen. Macht gar keinen Sinn. Ich check nicht, was das mit dem Grimace Shake zu tun hat, aber ist okay. Macht keinen Sinn, aber ist okay. Today we're gonna be trying the Grimace Birthday Shake. Den kenne ich irgendwo. Happy Birthday, Grimace, whoever you are. Irgendwo erkenne ich den. Ist das ein Schauspieler? Ich glaube schon. Was ist das denn? Okay, Mann, das ist voll eklig. Alter, das war schon eklig. Hey guys, my name is Preston. Today we're gonna be making Preston a Grimace Shake. Will heute arbeitet bei McDonald's und will heute einen entspannten Grimace Shake trinken. Let you know that as McDonald's employees, the Grimace Challenge and what the Grimace Shake does to you is not real. So er sagt, das ist nicht echt. Cup, we're gonna put it on the little shake holder and we're gonna press the button and voila. We er zeigt, wie man den Shake macht und da muss ihn aber auch probieren, done, Preston. Ne? And top it off with some whipped cream. Then we're going to put a lid on it. And that's the Grimace Shake. And then we're going to get everybody's taste on it here in just a second. Avery, try this shake real quick. Tell me what you think. It's Grimace's new shake. Die probiert den Shake. Digga, die drehen doch abends it's bei good. McDonald's nach Feierabend okay, okay, locker. Okay, cool, cool, cool. Cassie, try the shake. What do you think? Niemals arbeiten die bei McDonald's. Niemals arbeiten die alle drei da. Safe ist es so gewesen, dass er einen Kollegen hat, der ihn reingelassen hat, nachdem McDonald's geschlossen hat.
So ein Ding ist das eher. You like it? It's good. I know. My turn. Und jetzt probiert er selber. Die anderen beiden sind aber nicht mehr da. It's sweet. It's good. Nothing's gonna happen. Nichts passiert, sagt er. What the hell? Kameras? Okay, Numero Uno ist auf jeden Fall schon mal RIP. Ja, die ist auf jeden Fall auch RIP. Autsch, da steckt sehr viel Effort in dem Video drin. Und wer hält jetzt die Kamera und filmt ihn? Das ist auf jeden Fall ein ziemlich cooles Video gewesen. Das könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Sehr, sehr nice. Hier seht ihr den Creator auch nochmal. Cat vs. Grimace Shake. Bro, I swear if something happens to that cat, bro. I'm so upset, bro. Er reagiert so auf die Katze. So. Ich liebe den Typen. Mega lustig. Ja, Leute, da würde ich sagen, gucken wir erstmal weiter. Wir werden uns das angucken. Ich bin sehr gespannt. Und wir sehen hier eine kleine Geschichte, wie eine Frau ein Grimace Shake wegpackt. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Und sie hat anscheinend jemandem geschrieben, ey, ich habe den Shake da gelassen im Kühlschrank. Und Babe sagt, Dankeschön. Wir wissen nicht, ob Frau oder Mann das Babe ist, aber wir werden es später sehen. Sie hat ihren eigenen Grimace Shake. Okay. Moment. Leute, ganz kurz. Ich glaube, es passiert immer etwas Schlimmes, wenn man diesen Grimace Shake trinkt. Den soll es bald in Deutschland geben. Und ja, Leute, wenn ihr wollt, dass er in Deutschland halt natürlich ankommt, einfach mal einen fetten Like da lassen, damit McDonald's das auch sehen kann. Wir gucken weiter. That's good. Okay, sie sagt, er ist gut. Irgendwas passiert. Oh, oh. Okay. Das ist extrem schlecht. Man sieht, sie kotzt den sozusagen wieder aus. Oh, no. Oh, no. Nicht so ein Ding. Sie ist tot. Kommt jetzt Babe nach Hause. Ja, es ist ihr Freund. Zurück vom Gym, okay. Jetzt erstmal ein Grimace Shake, sagt er. Er freut sich richtig, Alter. Er sieht seine Freundin gar nicht. Wie kann man denn so blind sein? Okay, also noch mehr Zeit. Digga, jetzt kriegt er eine Nachricht. Hey, ich habe mein Ladekabel in deinem Auto vergessen. Schreibt dein Kollege Ryan. Ist ihr nicht sicher, checkt das. Aber jetzt wird erstmal der Grimace Shake getrunken. Oder wenn jetzt nochmal stoppt. Hey, Mama, was soll das? Yo, man, did you find it? You literally just texted me. Can you go see? I'm at the store now. I need. Der Ryan sagt direkt so, hey, Mann, hast du ihn schon gefunden? So, check das mal bitte jetzt direkt aus. Und er packt sein Grimace Shake wieder weg. Also anscheinend aus glücklicher Weise erstmal passiert ihm soweit nichts. Er hat sein Ladekabel zumindest noch nicht gefunden, wie es aussieht. Okay. Well, thanks for checking. Es war einfach nur ein Kollege. Sei froh, dass du den hast, Bro. Jetzt trinkt er ihn. It's pretty good. Er feiert ihn. Er findet ihn gut, okay, ja. Ey, ich würde den auch gerne mal probieren, Leute. Hashtag Grimace, wenn ihr den auch mal probieren würdet. Aber wenn ich das so sehe, weiß ich nicht. Aber ich will ihn trotzdem probieren. Der Typ ist auch komplett RIP. Seine Adern. Digga, was geht bei ihm? Oh, oh. Er trinkt weiter. Der ist ja sowas von am Abzappeln. Oh, no, Bro. Oh, Gott. Das war's für ihn. We now have reports pouring in from across the nation. Alter Schwede, Breaking News, Leute. Sie erzählen, dass immer mehr Leute draufgehen, sogar Feuerwehrmänner, während des Einsatzes die Grimace Shake getrunken haben. Yo, guck dir den mal an. Ja, der Typ, Alter, der ist ja... Wer ist er? Oha. Ey, crazy. Okay, jetzt verstehe ich langsam, warum das ein Horrortrend ist. Krass. Sogar der Kleine! Okay, das ist richtig wild. Ey, Leute, ich hab noch voll Bock, mir ein paar Shorts dazu reinzuziehen, oder? Seid ihr dabei? Wir gucken später auch noch mal ein paar andere Videos, aber erstmal will ich ein bisschen Grimace Shake durchglotzen, weil ich wissen will, was das ist. Wir gucken rein, Leute, let's go. Was haben wir hier? Ein paar Leute feiern einen Geburtstag, es gibt einen dicken Shake, okay. Und alle probieren den.
was passiert jetzt mit all diesen Leuten. Einer ist auf jeden Fall RIP in so einer Röhre. Was ist mit dem da unten? Den hat's auch richtig zerrissen. Junge, ist das gruselig, Alter. Was ist das für eine Musik auch, ne? Ich frag mich, also, komplett lost. Die beiden hängen da so ein bisschen an der Schaukel, sind absolut dead. Der hängt da im Mülleimer und kommt gar nicht mehr klar. Okay, crazy. Der hängt da mitten im Rasen oder so. Oh, er wird sogar reingezogen, aber von wem? Von wem wird der jetzt gerade da weggezogen? Check ich nicht. Oh no, Leute. Und was ist da los? Das check ich noch nicht so ganz. Happy Birthday, Grimace. Was geht bei dem Kleinen? Er trinkt auch Grimace Shake. Er will gucken, was passiert. Auf entspannt. Digga, den hat's ja sowas von rausgenommen. Alter Schwede. Hey guys, so, da ist noch jemand. Erstmal auf entspannten Grimace Shake happy ziehen. Birthday, Grimace. Let's give it a taste. Happy Birthday, Grimace. Was sieht mit ihr? That's pretty good. Digga, die ist am Baum. Damn, voll RIP gewesen. Er zieht sich einen fetten Grimace Shake rein, spaßt ein bisschen ab. Okay, das, habt ihr es da hinten gesehen? Stopp mal ganz kurz. Habt ihr es da gerade gesehen? Seht ihr das da hinten? Da war was. Oh nee, Mann. Ich hab so das Gefühl, es gibt einen fetten Jumpscare. Nein! Bruder, hinter dir! Hinter dir! Hey guys, I finally went to Walmart. I mean. Okay, hier ist alles ein bisschen entspannter. Wir machen ein entspanntes Video und lachen ein bisschen. Bro, also stopp mal ganz kurz. Digga, das war ja gerade der Grimace Shake Horror Move auf Wish bestellt. Digga, ist einfach die Rutsche runtergefallen oder die Skaterbahn. Das geht bei ihr. Oh, die wird wahrscheinlich im Horror, so horrormäßig ziemlich geil punkten, weil die schwarz angezogen ist, ne? So mit schwarzen Haaren und so. Yo, Timmy, what are you drinking? I got the Grimace Birthday Shake. Happy Birthday, Grimace. Timmy trinkt hier auch den Grimace Shake. Und was geht bei Timmy ab? Was geht bei Timmy ab? Was geht bei Timmy? Timmy ist am Zittern, am Zappeln. Timmy, Bro. Timmy. Ist nicht dein Ernst. Was geht da ab? Just got the new drink from McDonald's. Oh, happy okay. Birthday, das. Ich will auch so ein Grimace Shake. Ich will doch kein Grimace Shake trinken. Excuse me, are you the girl from the Grimace Shake video? I don't know what you're talking about. But yeah, I actually really like the Grimace Shake. It's from McDonald's. It's like limited right now. Okay, sie feiert den Grimace Shake übel und immer dann passiert richtig komisches Zeug mit der. Okay. Excuse me, are you. Oh, Junge. Diese Videos. Wie er auf seinem Auto hängt, Mann. Vor today, dem McDonald's. Crazy. The Grimace Birthday Shake. Happy Birthday, Grimace. Whoever you are. Das ist Grimace, oder was? Das Monster. Ich habe ein Gaming-Video dazu gemacht. Falls ihr das interessant findet, das Thema, könnt ihr gerne nochmal auf meinen Hauptkanal schauen. Da werde ich mir allerdings noch einige Shorts reingezogen haben, die wir uns jetzt nämlich nochmal reinziehen. Nicht, dass ihr euch wundert. Die will ich euch nämlich nicht vorenthalten. Also, hier haben wir nochmal einen Typen, der eine Grimace Shake trinkt. Ich kenne den irgendwoher. Und yo! Okay, krasse Transition. Das war heftig. I've seen your Grimace videos. Das hier ist der CMO, der, ich sag mal, der, wer ist der CMO? Wer ist der CMO? Ich weiß nicht, was das bedeutet. Auf jeden Fall irgendein ganz hohes Tier bei McDonald's. Und der probiert jetzt den Grimace Shake. Freut sich voll. Okay. Digga, den haben sie richtig ausgeknipst, Alter. Okay, guys, I have gotten so was geht bei ihr ab? Grimace Shake. Oh, das ist from wild. McDonald's. Ja, da kann ich mich dran erinnern. Das ist ganz wild sogar. Here is a video of us trying the Grimace Shake. Oh, Leute, was da gleich passiert, ne? Das ist krass. How is it? Das ist sehr krass. Oh, that's actually pretty good. It's... Guckt euch mal die Nase an. Really? Die passt gerade so out.
Die Pest grad so out, weil der ist Feierabend. Und ihr seht, sie rennt einfach raus, Mann. Ich würde sowas vor die Tür zuschließen und unter die Couch gehen, Bro. Haley, I'm getting kind of freaked out, alright? Der Hintergrund. This isn't funny anymore. Digga, das ist der Moment, wo du genau weißt, jetzt ist Feierabend für dich. Das war's. Auch Beziehungsende. Sag ich nur so. Haley! Mein Gott! Was war das? Uff. Can I try some of your Grimace Shake? Okay. Das ist jetzt eine Frau auf dem Tennisplatz oder so, keine Ahnung wo, die will den Grimace Shake probieren. It's really good. Und sie freut sich und sagt, ey, das schmeckt echt super gut, ne? Oh, wow. That's really good. Und der schmeckt richtig gut. Und die kippt sich damit voll. Oh my God, this is amazing. Bro, die Musik auch dazu, richtig verrückt. This is fantastic. I love Grimace. Okay, Mann. Das ist absolut crazy. Wer ist er? Junge, wer ist er denn? Völlig verrückt. Happy birthday, Grimace. Und da sind wieder ein paar Leute, die Happy Birthday feiern haben. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Grimace und so. Wer ist denn der Typ eigentlich, der da sitzt? Junge, der ist ja richtig sass. Leute, es gibt immer diesen einen, der ganz komisch ist, ne? Jetzt trinken die den alle. Der erste ist das Klo am Vollkotzen. Der andere zappt. Jo. Er hängt auf dem Baum. Okay, haben die Jungs cool gemacht, da bin ich ehrlich. Was geht denn bei denen ab? Okay, Leute, das reicht erstmal. Ich brauch mal wieder etwas anderes als diese Grimace-Sache. Soll ich auch mal so ein Video machen? Leute, lasst einen fetten Like da, wenn ich auch mal so ein Grimace-Video machen soll. Ich schwör's euch, Digga, das wird richtig creepy dann. Habt ihr euch schon mal gefragt, was ihr machen würdet, wenn ihr diese Spinne seht? Leute, keine Ahnung, das werden wir herausfinden und wir gehen rein. Wir befinden uns im Video von Trendspot und wie man sieht, da ist so eine fette Spinne an der Tür. Digga, ich bin gespannt, was da heute abgeht, aber als erstes werden wir mal schauen, was wir da jetzt gerade haben. Was ist das denn? Hä? Okay, also es ist so ein bisschen so eine optische Täuschung. Oh Gott. Was ist das? Oh Gott, Alter. Wo siehst du diese Kackspinne? Digga. Fast ist das Viech in sein Haus rein, ne? Alter, können wir mal ganz kurz nochmal darüber reden, was da gerade eigentlich passiert ist. Ich will nur nochmal zeigen, wo die Spinne runterfällt. Okay, und das Ding ihm hinterher rennt. Spätestens da wäre ich bis ins andere Land gelaufen. Okay, also krass. Wäre das Ding jetzt in sein Haus reingelaufen? Oh, Bro, also, was ist das denn da für ein Hund? Okay. Was geht denn da ab? Also ich glaube, da würden sich die Passanten so ein bisschen erschrecken. Okay. Was? Crazy. Also die Trickshots sind ganz auf dem anderen Stern. Krass. Respekt, wie der das macht, ne? Weiß man aber auch nicht, ob das so alles so bearbeitete Videos sein könnten. Kann halt sein. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass jemand so viele Trickshots gemacht hat in seinem Leben. Es sieht ja auch so... Also der hat doch keine Hobbys, Mann. Oh, weiß ich nicht, ne? Weiß ich nicht. Aber cool. Also wenn das true ist, krass, Leute. Hier sogar der Double Connect mit beiden Bällen, ne? Mit so einer Krücke hat er das einfach gemacht. Oh, nee! Nein, nein! What the hell? Ich krieg bei sowas so Schiss! Okay, Moment mal. Also, Moment mal. Digga, das sind viel zu viele Spinnen in diesem Video, ne? Ich sag ehrlich, Mann, das ist absolut crazy. Das hier ist 100%, Leute, keine echte Spinne. 100%. 100%, keine echte Spinne. Nee, safe nicht. Safe nicht. Guck mal, wie Eddie da einfängt. Guck mal ganz genau hin. Da. Diese Spinne ist safe, nicht legit. Allein die Bewegung ist
viel zu komisch. Safe, die ist nicht echt gewesen, Leute. Haben wir kurz entlarvt. Okay, Sir, was geht da? $2,000 für den Ball. $2,000. Aber das ist krass. Junge, geil. Abonnieren, Leute, damit ihr auch so einen Dollar in diesem Bus findet. Und hier sehen wir einen Tag bei den Feuerwehrleuten. Und die müssen jetzt halt dem Schlauch hinterher krabbeln. Eigentlich gar nicht mal schlecht. Aber ein bisschen Wasserverschwendung. Ojo, guck mal, wie groß der Typ ist. Okay, vielleicht ist sogar auch das Ganze nur so klein. Was ist das? Wir müssen jetzt den Ball in der Mitte im Auge behalten. Oh, das ist ein hartes Game. Ja, Digga. Ja, oh nein, bitte nicht aus dem Bild. Bitte nicht aus dem Bild. Oh, Digga, ich glaube, da war ein Schnitt drin, rechts. Was? Safe nicht! Ach komm ey, ich bin in sowas schlecht, Leute. Einfach Rainbow Friends gewesen. Was ist das? Der springt ja jetzt nicht runter, oder? Der springt jetzt... Alter! Ist das krass! Guck dir das mal an! Was war das gerade für ein epiker... Der Safe, Digga! Können wir das nochmal ganz kurz gucken? Also der Save war ja wohl anders krass. Wir gucken nochmal rein. Da. Mit seiner Hand hat er den einfach gesaved, indem er hingesprungen ist. Dann kommt sein Mate, saved den nach hinten, er springt hoch und baggert den nochmal rüber. Das ist eine Spitzenleistung, muss man echt sagen. Was ist das denn? Eine Eisrutsche? Krass. Okay, die sieht ziemlich cool aus. Weißt du, aber, ja, doch, ich kann mir vorstellen, der rutscht jetzt richtig lang, weil so eine Eisrutsche, da muss man einfach nur erstmal in Bewegung kommen. Und dann, let's go. Ich frag mich halt nur, und da stand da auch gerade, wie wurde die Rutsche eigentlich gemacht, ne? Wer hat so eine... Also ich meine, man kann das machen mit Wasser. Man braucht nur flüssiges Wasser und das gefriert dann relativ schnell. Aber, sehr krass. Oh, der letzte Typ. Der nichts macht. Nee, der... Ah, sogar mit Medizinball. Ah, nicht in die Nüsse. Oh, der Typ hat gar kein Glück, Leute. Nein! Oh Gott, was ist das für ein Typ? Digga, was hat der für einen dicken Fisch gefangen? Er hat ihn letzte Nacht gefangen, ne? Nice. Er hat einen Fisch gefangen, aber er lässt ihn auch wieder frei. Der war ja so langsam. Mein Vogel wurde eifersüchtig. Okay, was machen die da? Wahr oder falsch? Oh, ich glaube, die wurden entdeckt, Leute. Was zur Hölle? Boah, in das perfekte Loch werfen. Auch nicht schlecht, der war clean. Digga, das ist Snowboard-Indoor-Training. Ja, wie cool ist das denn? Okay, das ist richtig nice. Aber ja, irgendwo gibt's... Da war gerade ein Hund dazwischen, habt ihr ihn gesehen? Irgendwo war der Imposter gerade. Richtig gut. Was ist das denn? Ballon in einem Ballon? Okay. Oh, wir sehen wieder eine fette Rutsche und ich glaube, es gibt einen dicken Trickshot mit einem Rutschentyp, der in dieser Rutsche drin ist und... Oh, der den Football einfach fängt. Okay, das war wild, Leute. Der Typ lebt in 3022. Okay, warum? Baut einen Stuhl auf. Macht ihn ein bisschen nach hinten. Digga, und fährt einfach. Dreist. Okay. Die Evolution von Basketball. Okay.
Ich verstehe noch nicht so ganz, was das jetzt bedeuten soll. Also man sieht natürlich so ein bisschen, ne? Verschiedene... Ja, okay, das war... Was ist das denn? Wie viele Enten sind da bitte am Strand? Yo! Oha! Okay. Der Typ ist auf jeden Fall wild. Der ist wild unterwegs. Oh, geil! Heftige, also heftiges Video so, ne? Auch mit dem Flugzeug und so. Geile, geile Aussicht. Sind das zwei Pferde auf einem See? He did not even hesitate. Halloween House. Ah. Digga, wie krass. Was versteckt der Bre? Was versteckt der Bre? Jo, wie viele Schlösser hat der Typ? Ich glaube, er hat nur ein Schloss. Aber richtig viele noch an einem anderen, so dass man nicht weiß, welches, ne? Und der Typ hat seinen Hund der Katze vorgestellt, oder was? Also moin, das ist mein Hund. Damit die sich verstehen. Auch cool. Cooler Kuchen. Was machen die da? Ah, wow, okay. Krasser Kuchen. Jetzt wird er wahrscheinlich... Ah, so ist das. Nicht schlecht. Und ich glaube, seht ihr, also das ist ein richtiger Profi, ne? Muss man schon sagen. Der Typ mag Züge. Ups. Kurz Handy fallen gelassen. Kurz. Jawohl, sie haben gewonnen. Krasses Duell. Das ist ein Alligator, der anscheinend richtig happy ist, ne? Richtig glücklich. Mal gucken. Ist das ein echter? Nein, das ist doch kein echter. Das Video ist von Trendspot. Und wie wir sehen können, ist hier ein Affe, der sehr hungrig ist. Und er bekommt hier irgendwie so ein bisschen was zu essen von jemandem. Okay. Schon süß, ne? Guck mal. Was für ein cooler Affe. Der hat auch voll die geile Frisur, so, ne? Was ist das hier? Da ist ein Delfin, Leute. Eine Frau, die einen Baby-Delfin in der Hand hat. Oha. Und sie hat den Delfin anscheinend irgendwo im Rasen Gras gefunden und bringt ihn jetzt wieder ins Meer zurück, damit der wegschwimmen kann. Hier sehen wir einen Seehund. Denkt ihr, er ist ein Hai oder was? They spotted it and could instantly tell it was struggling. Oh, der hat sich anscheinend mit irgendwas verheddert oder was? Der konnte irgendwie nicht mehr so ganz nach oben. Alter, sieht das... Oh, nee. Das ist ja richtig da, so richtig tief drinnen, ne? Boah. Der Arme. Aber er hat's geschafft. Das wächst schon wieder zu. Sehr gut. Was ist das hier? Ein Elefant oder? Ein wilder Elefant? Und anscheinend ist der irgendwie auch brutal im Struggle im Wasser. Hä? Wow. Ach du Scheiße. Der ertrinkt ja gleich. Oh Leute, wie willst du da einen Elefant rauskriegen, ne? Uff. Alter Schwede. Die müssen den Elefanten ja irgendwie da rauskriegen, oder was? Alter, was ist das denn für eine Rettungsaktion? Okay. Der Elefant kommt jetzt quasi da raus. Und natürlich, das ist halt so ein Wildelefant, ne? Es kann sein, dass der jemanden wehtut oder so. Da muss man halt immer so ein bisschen aufpassen. This poor fawn got crazy. Stuck in between this person's fence. Okay, was ist das hier? Anscheinend ein Reh, was sich in einem Zaun irgendwie so verheddert hat. Oh, Leute. Raus damit. Guck mal. Och, das arme Reh. Die sind immer so, ne? Sind immer so schnell, die wollen dann gleich weg und so. Aber die... Ah, geht direkt zur Mama. Direkt zur Mama. Schon süß. Was ist das hier? Ein Fuchs? Noch ein Fuchs? Ach, die haben sich da drin irgendwie so verheddert. Oh nein, und die denken, der will denen was, ne? Guck mal. Der Fuchs ist richtig aggressiv und denkt halt, der packt die jetzt und will denen was Böses, ne? Aber der will denen ja nichts Böses. Boah. Sehr gut. Den ersten hat er rübergeworfen. Der läuft direkt los.
Wie viele Füchse sind da drin? Noch ein? Ja, das ist Nummer 2 anscheinend. Boah, der fällt ja selber fast da rein. Und wieder die da rüber wirft. Alter, cool. Und ein dritter Fuchs ist da auch noch drin. Alle drei sind einfach drin. This last one wants you to know he doesn't need any help. Ja, der bellt so ein bisschen, ne? Nicht, dass der den halt noch beißt. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Und er hat es halt selber geschafft. Respekt. Okay, und jetzt ist hier jemand, der surft. Das ist anscheinend so ein Riesen-Oktopus. Super interessantes Video. Okay. Aber was passiert da jetzt? Oh, yo, ich werde da sehr vorsichtig, ne? Ich würde da jetzt nicht so nah rangehen. Bin ich ehrlich? Guck mal, wie der die Farbe verändert, ne? Das können Oktopusse, das habe ich schon mal mitgekriegt. Die können die Farbe so ein bisschen so auf den Boden und so anpassen. Aber warum ist der... Also, was war das gerade? Hier haben wir eine Fledermaus. Und er kommt nicht mehr aus dem Pool raus, oder was? Guck mal! Die sehen ja voll niedlich aus, eigentlich. Ich wusste gar nicht, wie eine Fledermaus aussieht, so. Wie kommt er jetzt hin mit so einem Tuch, dass er sich da festhalten kann? Weil er kommt nicht aus dem Wasser. Ich glaube, seine Flügel sind... Also er hat zu viel Wasser drauf, ne? Schön. Gut rausgeholt. Jetzt wird er nochmal kurz trocken gemacht. Guck mal, wie der sich festhält, ne? Jetzt haben die den da rausgeholt. Jetzt wird er quasi in so einen Korb reingelegt. Oh, der sieht schon niedlich aus. Ey, so eine Fledermaus als Haustier wäre echt krass. Was ist das hier? Okay. Aha. Da ist anscheinend irgendwie Karton oder so drauf oder sonst irgendwas. Und der Typ sneakt sich halt so ein bisschen ran, weil er helfen will. Ne? Sieht voll geil aus da, wo der gerade ist. Richtig viel grüne Landschaft und richtig alles schön blau. So, ne? Und der läuft die ganze Zeit nach hinten. Ich glaube, da muss man auch viel Geduld haben, wenn man Tieren helfen will, weil das sind halt nur mal Tiere, Leute. Die können da ja nichts dafür, dass sie so doof sind, ne? Also, wie ich jetzt auch wirklich sage, die sind ja manchmal ein bisschen doof. Aber da können die ja nichts für. Komm schon. Schnapp dir den Kopf und reiß ihm den Karton darunter. Man sieht schon, der Mann hat sehr, sehr viel Geduld. Wüsste ich nicht, ob ich das tatsächlich auch schaffen könnte. Und er muss jetzt schnell sein. Er muss jetzt ganz schnell sein. Jawohl! Schönes Ding. Und was ist das? Ein Hund in einem Kanal? Oh nein, hol den Doku da raus! Och nö. Da kommt schon die Frau, die schwimmt schon in ihren ganzen Klamotten. Was ist mit dem Typen? Warum schwimmt er nicht? Jawohl. Also, der Hund ist danach, glaube ich, locker richtig dead. Ich würde den Hund auch da rausholen, Leute. Ehrlich. Wenn ich das sehen würde, würde ich sofort meine Klamotten ausziehen und den Hund da rausholen. Da würde ich nicht lange fackeln, bin ich ehrlich. So, nimm dir den Doggo mit und jetzt geht's. Oh, ey. Ich glaube, der ist halt auch gut schwer. Man muss sich den Doggo so ein bisschen... Also ich hätte das eher so gemacht. Ich habe aber Rettung schon bei der Polizei gelernt. Ich hätte ihn genommen und wäre nach hinten so, ne? Also ich hätte ihn so genommen und wäre nach hinten geschwommen mit meinen Füßen. Na, weil mit dem Arm kommst du halt nicht so gut voran. Aber hat sie trotzdem gut gemacht. Muss man sagen. Voll schön. Was ist das hier? Oh, der hat irgendwas mitgezogen oder so. Alter, das ist eine Strömung. Und der Hund ist in dieser Strömung. Oder ist das ein Lamm? Kann sein, dass es sogar ein Lamm ist. Ja, es ist, glaube ich, ein Lamm, ne? Habe ich am Anfang schlecht gesehen, aber der hat hier das Lamm irgendwie so ein bisschen gesaved. Finde ich gut. Was ist mit dem Hund? Okay, der Hund leitet ihn irgendwo hin. Was will der Hund ihm zeigen? Oh nein. Der Hund sagt, komm mit. Also Tiere sind wirklich nicht immer dumm, ne? Oh nein, die kommen da nicht mehr raus.
Alter, ich nehme alles zurück. Viele Tiere sind dumm, aber dann gibt es diesen Hund. Das finde ich krass. Und was ist mit dem? Der Vogel hat da einfach zu doll in den Baum reingehämmert, oder was? Guck mal. Alter, der hat gerade seinen Kopf um 180 Grad gedreht. Krass. Hier haben wir eine Katze, die in der Kanne ihren Kopf festgesteckt hat. Ja, das kann natürlich mal passieren als Tier, ne? Was willst du dazu sagen? Ist so. Pedigree, oder was? Oh, nö. Holt mal jemand jetzt die Dose da raus? Hauptsache erst mal 20 Sekunden Film, Bruder. Oh, oh. Das ist gar keine Katze. Was ist das denn? Ein Stinktier? Nein. Voll süß. Jo. Alter, das ist richtig gefährlich, Leute. Ein Tiger? Also mit einem Tiger sich anzulegen, man sieht's, ne? Das ist auf jeden Fall nicht ohne. Da muss man richtig aufpassen. Ich weiß halt nicht, was die gemacht haben, aber ich glaube, die haben den... Nee, die haben den nicht einschläfern lassen. Freunde, das war's auf jeden Fall wieder mit einem weiteren Video auf diesem Kanal und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da und macht bitte die 100.000 Abonnenten voll. Würde ich mich sehr freuen. Dickes Küsschen. Deno, out.